Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 3. Wir sind in einem Raider-Vorposten gelandet. Aha, wir waren also wirklich in den Klippenhöhlen. Ich würde mir gerne kurz wissen, wie man hier hinkommt. Na super. Okay, wir haben ja noch nicht fertig erkundet da drin. Hey, wo kommt ihr denn her? Hallo. Wir sind den Sklavenhändlern entkommen, die uns nach Paradise Falls bringen wollten. Aber sie sagten, die Halsbänder explodieren beim Fluchtversuch. Glauben Sie, Sie können mir dieses Ding abnehmen, bevor es zu spät ist? Ich könnte versuchen, das Halsband abzumachen, aber es könnte explodieren. Ach, zur Hölle damit! Weg damit! Okay, so läuft das also. Ich muss nur diesen Transistor hier manipulieren. Ich lebe! Sie haben es geschafft! Wir sind den Sklavenhändlern. Toll. Lalalala. Ich frage mich, wie viele Folgen wir irgendwie noch schaffen. Im Prinzip sind wir, glaube ich, grob mit dem Hauptspiel sogar durch. Dann haben wir noch diese eine Nebenquest mit Agatha. Und die fünf DLC-Sachen. Wieder her hier. Verloren. So, wo wollten wir denn noch lang jetzt? Geradeaus. Yeah. Oh yeah, eine Mini-Atombombe. Okay, das ist auch ein schwerer Safe. Aufwand nicht gelohnt. Leider. Juhu, hat sich doch noch gelohnt hier.
Aber wir haben doch von oben noch eine Blutspur gesehen. Wo war denn das jetzt? Wie komme ich denn wieder nach oben? Das war auch irgend so ein Höhlengang, ne? Könnte hier gewesen sein. Ach so, das war gar nicht unten, das war hier. Huh, man kann die sogar noch entschärfen, wenn sie piepen. Wer ist das denn? Söldner. Ach. Ach, das ist eine andere Höhle. Oh oh. Noch weiter verstecken spielen? Hey. Nein. Oh, na toll. Ich steck. Ich weiß. So viel Spaß. Der ist tot. Ich frag mich bloß gerade, wozu ist diese Höhle hier noch gut?
Ein Diagramm, okay. Und das war's jetzt. Deswegen bin ich hier rumspaziert. Manchmal fühlt es sich so an, als würde mich mein Instinkt in die Ferne ziehen. So, raus aus dieser dämlichen Höhle. Ey, wie, gleich sind da wieder ein Haufen Rider. Erstens, warum kommt er von dort? Zweitens, hatten wir die Minen nicht entschärft? So, das sagt die Weltkarte. Da waren wir. Wir waren noch nicht im Robco-Werk drinne. Ich möchte noch mal was überprüfen. So, Todeskralle. Hey, komm her, du kleines Vieh. Verloren! Habe ich viel Lebensenergie. Und zwar habe ich mal ein Video gesehen. Das war aber noch vom Anfang vom Let's Play. Da würde ich einfach mal gucken, wie viele Worlds es gibt. Und da bin ich auf ein Wort gestoßen. Da die nicht hier bei uns in der Karte erschienen ist. Hat mich das hier wundert, weil theoretisch müsste der hier irgendwo sein. Und neulich hatte ich ja schon mal hier gesucht. Da war er aber nicht. Und nun bin ich wahrscheinlich bloß in die falsche Richtung gelaufen. Es ist schon verblüffend, dass ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Wenn ich mich vorstellen darf. Ach! Oh! Okay. Dafür haben wir jetzt wieder Erfahrungspunkte bekommen. Wahrscheinlich müssen wir bloß entsprechend viel Schaden schon zufügen. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, das Ding ist hier. Vielleicht gibt es das auch gar nicht, dass es bloß in einer speziellen Version auftrat oder so.
Das sieht bloß alles so verdammt gleich aus und daher weiß ich nicht genau, wo das liegt. Man kann das bei YouTube nachgucken. Und das müsste eigentlich hier irgendwo sein, aber er hat sich nicht nochmal umgedreht. So dass man keine Gebäude oder sowas sehen konnte. Ich hätte mir kurz die Karte aufgemacht. Bleib doch! WTF! Ah! Oh! Zwei davon? Sind wir beim Fortune? Nee. Hilf mir? Ah! Ah! Okay, okay, okay. Stimpak. Stimpak. Haben wir gar keine, Impuls? Doch. Und dann auch noch zwei davon. Gut, machen wir erstmal ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.